Hallo, mein Name ist Inge Rehak und ich bin seit 14 Jahren als Medium tätig. Und eine der häufigsten Fragen, die mir gestellt werden, sind: Wie läuft deine Sitzung bei dir ab? Wie kann ich mich auf eine mediale Sitzung bei dir vorbereiten? Welche Fragen kann ich stellen? Welche Themen können das beinhalten? Es gibt schon zwei Videos dazu. Das eine ist allgemein über das Stellen von Fragen in medialen Sitzungen und das zweite ist speziell auf Gesundheit bezogen. Heute möchte ich das Thema Arbeit abdecken. Die Sitzungen, wie ich sie gebe, sind von mir entwickelt, sind von mir erarbeitet. So arbeite ich seit vielen Jahren, die funktionieren gut für mich und das ist meine Art, Sitzungen zu geben. Das bedeutet, jedes Medium wird es mit großer Wahrscheinlichkeit ein bisschen anders machen. Deshalb, wenn du schon mal bei einem Medium warst und zu einem anderen gehen möchtest, schau einfach, was da für Beschreibungen sind oder informier dich, wie ist der Ablauf und wie kannst du dich vorbereiten und was ist in dieser Form der Arbeit möglich und was wird gemacht. Gut, der Themenbereich Arbeit ist ein ganz spannender für viele Menschen, weil da fällt vieles hinein. Da fällt hinein Berufung und da fällt hinein das große Thema Geld. Wir leben in einer Zeit, in der Arbeit und einen anderen Stellenwert bekommen hat. Durch weniger existenzielle Nöte, in denen die meisten Menschen heute sind, zumindest in der westlichen Welt, wird das Bedürfnis viel größer, danach den Sinn des Lebens zu erkunden und die eigene Berufung zu leben im beruflichen Umfeld. Das heißt, die meisten Menschen wollen auf der Arbeit, im Job, ihre Berufung einsetzen und umsetzen. Und das gestaltet sich nicht immer so einfach herauszufinden, was das ist, und wie das geschehen kann. Dabei kann eine mediale Sitzung helfen, wobei die Fragen, die ich heute als Inspiration gebe, die ich als Impuls gerne an dich weitergeben möchte, sind auch dazu gedacht, dass du sie dir selbst stellen kannst und mit Hilfe deiner Intuition, deiner Wahrnehmung, deinem Gefühl oder medial gearbeitet in Verbindung mit Engeln und geistigen Wesen, Geistführern, anderen geistigen Wesen, Antworten zu bekommen, sodass du für deinen Lebensweg, für dein weiteres Vorangehen Hilfestellung hast und leichter Entscheidungen treffen kannst und leichter vorangehen kannst. Ich möchte hier nochmal kurz wiederholen das Thema Entscheidungen. Die geistige Welt macht keinen Unterschied zwischen gut und böse und richtig und falsch, weil es das in dieser Welt nicht gibt. Es gibt nur Entscheidungen und die Konsequenzen dazu. Das wird nicht bewertet, so wie wir Menschen das sehr häufig machen. Das bedeutet, es macht wenig Sinn zu fragen, soll ich die Ausbildung oder die Ausbildung machen, soll ich den Job annehmen oder den, sondern viel sinnvoller ist es zu sagen, wie geht es mir, wenn ich mich für Option A entscheide, wie geht es mir, wenn ich mich für Option B entscheide oder wie entwickelt sich mein Leben, wenn, was sind die Lernaufgaben in, das geht dann mehr in die Tiefe, wenn ich es mir aus der spirituellen Sicht nochmal genauer anschauen will, was sind da meine Lernaufgaben drinnen oder wo ist die größte Entwicklung für mich. Ganz wichtig ist für viele Menschen, was sind überhaupt meine Fähigkeiten, wo liegen meine Fähigkeiten? Und welche Form der Arbeit ist für mich optimal? Es gibt heutzutage so vieles. Ich kann selbstständig sein, ich kann in einem klassischen Angestelltenverhältnis sein und es gibt viele Ebenen dazwischen, wo ich von zu Hause arbeite, wo ich so in einer halben Selbstständigkeit bin, sehr frei im Außendienst und. Oder passt Teilzeit für mich, passt Vollzeit für mich. Was ist für mich richtig? Was ist da gut, ein guter Weg für mich? Was ist meine Berufung? Was ist mein Lebensweg im Bereich der Arbeit? Wie kann ich meine Fähigkeiten optimal einsetzen bei meiner Arbeit, in meinem Job? Was fließt da durch mich durch? Was sind die Kräfte? Was sind die Begabungen? Was sind die Fähigkeiten in mir? Und wie kommen sie zum Einsatz? Wie können sie den Menschen und der
ganzen Welt von Wert sein? Das ist das, was viele beschäftigt und wo viele gerne Antworten drauf bekommen möchten. Nicht immer sind sie ganz so detailliert, wie man sich es vielleicht wünscht, aber immer bekommt man Hilfe, wenn man diese Fragen stellt, und immer bekommt man auch auf eine Form, auf eine Art Antworten, wenn man diese Fragen stellt, und die Hilfe in Form von Antworten und die Hilfe in Form von Energien, die das Leben in diesem Bereich leichter machen, wo wir Rückenwind bekommen, wo wir uns besser nach vorne bewegen können und besser entwickeln können. Ich schaue zwischendurch auf meine Notizen. Genau, viele sind an der Kippe, soll ich mich selbstständig machen oder nicht, an der Überlegung, wie geht es mir, wenn ich mich selbstständig mache. Wenn die Antwort so ist, dass ich sage, das klingt gut, das möchte ich machen, dann kann ich fragen, wann ist der für mich optimale Zeitpunkt dafür? Auch das ist ganz wichtig bei der Arbeit. Wann ist ein guter Zeitpunkt, mich selbstständig zu machen, die Ausbildung zu beginnen, diese Arbeit zu beginnen, diese Arbeit auch zu beenden? Ja, auch das sind essentielle Fragen, die einen großen Unterschied machen können im Leben, wenn ich mich da informiere und wenn ich entsprechend dann im Einklang auch handeln kann. Dann gibt es Menschen, die unzufrieden sind in ihrer aktuellen Arbeitsstelle. Die wollen vielleicht wissen, wie geht es mir, wenn ich meinen Job behalte, wenn ich in dieser Arbeitsstelle bleibe, und wie geht es mir, wenn ich kündige oder wenn ich ein anderes Angebot annehme. Manchmal hat man einfach ein kurzfristiges Tief und es wird wieder besser und schöner und die Arbeit macht wieder mehr Freude, wenn ich da durchgegangen bin. Und manchmal ist ein unangenehmes Gefühl wirklich ein Hinweis darauf, dass es anders weitergehen soll. Da kann ich mir ein bisschen Rückmeldung, Feedback holen, wenn ich diese Fragen stelle und den Antworten gegenüber offen bin. Genau, wie geht es mir, wenn ich das neue Angebot annehme und die Firma wechsle, den Job wechsle, den Arbeitsplatz wechsle? Was kann ich, wenn ich in einem Team arbeite, mit Kollegen zum Beispiel oder Kooperationen, was kann ich dazu beitragen, die Energie, den Zusammenhalt im Team zu verbessern? Was kann ich dazu beitragen? Oder wenn ich als in einer Chefposition bin, was kann ich tun, um mein Team zu stärken? Was braucht meine Firma? Worauf soll ich beim Marketing achten? Marketing ist eine heikle Sache für Selbstständige manchmal. Ja, da fließen viele Gelder rein und vieles verpufft auch, wenn man es nicht richtig einsetzt. Und es ist sehr, sehr schwierig, das herauszufinden oft. Also auf welche Bereiche im Marketing soll ich den Schwerpunkt setzen? Worauf soll ich noch achten? Vielleicht gibt es Tage oder Zeiten, die gut sind, um etwas auszusenden. Oder es gibt Farben, die wichtig sind, die da einfließen sollen. Oder andere Aspekte, an die du vielleicht noch nicht gedacht hast oder die du noch nicht so stark berücksichtigt hast. Oder wo du vielleicht ein Gefühl schon hattest und darauf nicht so ganz gehört hast. Ja, auch das passiert uns Menschen sehr, sehr oft, ja, dass wir etwas empfinden und dann uns nicht ganz darauf einlassen, weil wir es zur Seite schieben, warum auch immer. Wie kann ich meinem Chef besser begegnen, um diese Beziehung zu verbessern? Was braucht meine Firma, wenn ich selbstständig bin? Was kann ich für meine Firma tun? In welche Richtung soll es gehen? Wo soll ich den Schwerpunkt setzen? Soll ich in das Projekt mehr Zeit, Energie und Geld setzen oder in das andere, in das zweite Projekt? Ist es für mich wichtig, jetzt weitere Ausbildungen zu machen, für meine Arbeit oder für meine Selbstständigkeit? Ist es wichtig, Fortbildungen zu machen? Wenn ja, in welchem Bereich? Oder du hast schon eine Liste von Möglichkeiten, das wäre ganz optimal, und sagen, wie ist die Ausbildung für mich, wie ist die Fortbildung, wie ist dieser Kurs, soll ich mich da weiter vertiefen, was passiert, wenn ich da reingehe, wie verändert sich mein Leben, macht das einen großen Unterschied für meine Arbeit oder einen sehr geringen? Ist es für meine Arbeit wichtig oder ist es für meine persönliche Entwicklung wichtig, für meine Lebensfreude, Lebensenergie? All das kann man gut fragen. Ich schaue jetzt nochmal. Genau, nach dem Zeitpunkt kann man immer wieder fragen. Wie kann ich meine Fähigkeiten beruflich am besten zum Einsatz bringen? Manchmal sind es sehr emotionale Fähigkeiten, die trotzdem gut in eine Arbeit einfließen können. Und je bewusster mir das ist, desto
desto stärker können meine Fähigkeiten auch einfließen, desto besser kann ich sie zum Einsatz bringen. So, das waren meine Gedanken dazu, meine Inspirationen. Es gibt ganz viele weitere Fragen, das hängt natürlich von deiner individuellen Situation ab. Ich freue mich, wenn ich dir dabei helfen kann, wenn wir uns vielleicht mal begegnen, ob persönlich oder übers Telefon oder E-Mail. Und ansonsten lade ich dich ein, beschäftig dich mit diesen Fragen, erarbeite dir mehr Fragen, die genau zu dir passen, zu deiner Situation. Und schreib sie auf, stell sie dir selbst, stell sie der geistigen Welt, stell sie Medien oder Heilern oder Energetikern oder jemandem, dem du vertraust und dessen Fähigkeiten du vertraust. Und erschaffe dir so ein erfüllteres Berufsleben, ein bewusstes Leben deiner Berufung, eine Freude und ein Wissen, dass du einen großen, wichtigen Beitrag leistest. Auf dieser Welt, für die Menschen, für die Erde, für alle Lebewesen. Ich danke dir und wünsche dir einen zauberhaften Tag heute. Hoffentlich.